wir sehen es auch da. Mihailo Martinic ist also jetzt der Kapitän. Kein Drucks. Gleicher Auftakt, erstmal von Walz. Und dann die Abwandlung. Sie warten geduldig, das ist ein super Kreisel. Und Eisenach führt mit 1:0. Sie probieren, die Tiefe rauszuarbeiten. Gute Entscheidung. Heidkamp gibt es einen Kämpfer mit. Sie wollen es dann selber machen und nageln das Ding an den Posten. Einläufer zuckt nur an, geht dann wieder weg. Passivzeichen ist da. Das war eine ganz klare Chance, die sie sich da mal rausgespielt haben. Oh, das beim Captain. Oh, da gibt es ja, da gibt's ein paar ans Kinn. Das gibt 2 Minuten, aber garantiert. Wenn hier, Achtung, ein Heidkamp ist da vorbei. Pam! Hey, schönstes Tor bisher. Akrobatischer Dreher von Lasse Andersson. Und wenn es die Helfersituation gibt, ist Andersson schon in der Startphase. Oh, und dann werden ihn mal zu tief verteidigt. Richtungswechsel funktioniert nicht. Ach Gott, aus der Hand! Der Gitzel, du weißt nie, geht er links, geht er rechts oder veralbert er dich. Oder spielt er so einen klasse Pass aus der Bedrängnis auf Hans Lindberg. Hier. Das ist Handballschach, was er spielt. Und jetzt schickt Kaufmann alle nach hinten. 6:0 Abwehr von Eisenach. Aber das ist kein Problem für Gitzel. Auch der macht sein 5. Tor. Belohnung abgeholt. 24:17. Verzockt in der Abwehr. Dann gibt es so viel Raum. Und Treffer für Lasse Andersson. Jetzt ein 7 Tore, Andersson 6. Füchse Verteidigung. Wollen Sie in Deutschland sehr, sehr verlässlicher Schütze, wenn er dann die Bälle bekommt. Letzte Saison ja schon häufig ausgeholfen. Wir wollen es nochmal. Feierabend. Mit 37:29 gewinnen die Füchse Berlin gegen den TSV Eisenach. Und nochmal.